Es ist die Neueröffnung des Fliesenlogistikzentrums und Schauraums von Keramo. Markus Scharinger und Christoph Wollmuth haben sich in nur kürzester Zeit alles erfüllt, was sie wollten. Das ist die Eröffnung vom Logistikzentrum in unserer Zentrale. Das ist eigentlich das, was wir schon dringend braucht haben. Kindergarten, Schulzeit, Ausbildungsjahre, immer gemeinsam. Aus den beiden Sandkistenfreunden wurden Geschäftspartner. Frau hat dann gesagt von Markus, ja, eigentlich ist es nicht so gut. Oder überleg dir das bitte nur einmal. Aber am Ende vom Tag, wie man sieht, das hat gut funktioniert. Geht man sich am Geist auch manchmal, ganz ehrlich? Ja, geht man sich manchmal. Aber da liegt es an dem, dass der eine kennt den anderen gut. Dann weiß man, wann muss man wen aus dem Weg gehen, mal kurz sein. Aber wir finden immer super zusammen und es ist einfach schön. Familie ist bei den beiden Unternehmern nicht nur zu Hause. Für sie ist es Keramo, die 30 Mitarbeiter und das geschäftliche Umfeld. Die Firma Keramo ist ein wertvoller Kunde von uns und so ist eine sehr enge und gute Geschäftsverbindung und aber auch noch eine wertvollere Freundschaft entstanden. Also die Bodenständigkeit auf jeden Fall. Die haben sie in der Schule bereits sehr gut verstanden, dass das aber so eine Erfolgsstory wird, das hat man nicht gesehen. Das war sensationell. Und die beiden sind Perfektionisten. Das eigentlich sehr selten ist, dass zwar so junge Unternehmer das wirklich so perfekt durchdenken wollen. Wie können wir uns im Bezirk und möglicherweise darüber hinaus so positionieren, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und auch die Weichen für Wachstum stellen. Keramo ist mehr als nur Fliesenverkauf. Eigenes 3D-Kino, zwei Schauräume in Peilstein und Helmundshöth und jetzt ein Logistikzentrum am neuesten Stand der Technik.